Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind im wunderschönen Hamburg. Und deswegen moin. Ja, genau, moin kann man natürlich auch sagen, aber Ahoi passt ja auch, ne? Ja, passt und auch. Ihr habt schon gelesen, wir haben hier ein bisschen was vor. Also jetzt hier nicht wieder so unterwegs in Hamburg. Nein, wir haben was ganz Spezielles vor und das erzählen wir euch. Ihr habt es zwar schon gelesen, aber richtig erzählen tun wir es gleich nach dem Intro. Gerade noch ein Eis schnabuliert, sind wir hier oben Cruise Center Altona. Genau, wir genießen hier sozusagen den Vatertag, Christi Himmelfahrt. Genau, Männertag, nein, eigentlich ist es Christi Himmelfahrt. Genau. Und wir haben für morgen ein Himmelfahrtskommando gebucht. Geht nämlich. Ich kriege nämlich mein Geburtstagsgeschenk. Ja. Und zwar nicht zum 40., sondern zum 39. Geburtstag. Ja. Wir haben es die ganze Zeit nicht geschafft, aber jetzt soll es losgehen, denn nämlich mit dem Camper nach Helgoland. Nein, nicht ganz. Den lassen wir hier. Den kriegen wir nicht drauf. Aber tatsächlich, wir machen mal die Hin- und Rücktour nach Helgoland. Wir hatten überlegt, dort eine Nacht zu verbringen. Nicht zur Christi Himmelfahrt empfehlen wir euch auf keinen Fall. Oder ihr habt wirklich Monate, Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende vorher gebucht. Genau, aber wir haben halt hier einen Vorteil, denn wir sind ja mit dem Camper unterwegs und das empfehle ich auf jeden Fall, entweder hier ein Hotel zu haben oder halt den Camper, das geht natürlich einfacher, stellt ihr euch auf den Stellplatz und dann könnt ihr halt dementsprechend morgens zum Halunderjet. Halunderjet, genau, ich wollte gerade sagen, zum Jet, ist ein Jet, genau. Zum Flughafen. Da ihr nämlich sehr früh los müsst, deswegen ist das besser, ihr seid morgens schon da und fahrt nicht dann noch erst, ich sag mal, hierher nach Hamburg oder so. Denn das war Plan C, hätten wir aber sonst gemacht. Und wir melden uns morgen früh dann wieder, wenn es wirklich losgeht, auf den Halunderjet. Denn das soll hier um den Halunderjet gehen. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. 7.23 Uhr. Das ist ja schlimmer, als wenn wir auf Arbeit sind. Ja, so ist das. Aber es wackelt hier auf dem Schiff. Das ist viel schöner als auf Arbeit. Gut, dann müsste es ja besworfen sein. Genau, wir sind noch in Finkenwerder. In gut einer halben Stunde sind wir aber Landungsbrücken. Aber noch knapp eine Stunde Zeit. Dann fährt der Halunderjet nach Helgoland. Genau, lieber ein bisschen eher da sein. Wir können auch schon mal da in die Richtung. Vielleicht, also Gepäckaufgabe geht nämlich auch schon. Vielleicht kann man dann auch irgendwie schon mal da drauf oder so. Wir werden es sehen. Ja, 9 Uhr ist ja Abfahrt, ne? Also genau, deswegen muss das ja auch pünktlich dann losgehen und da muss man ja auch ein bisschen eher da sein. Ja, hier ist ein bisschen bewölkt in, wie nennt sich das, Hamburg? Ja, kann euch mal da nochmal zeigen. Also ein bisschen kommt die Sonne durch, ne? Sie versucht es zumindest. Aber da hinten kann man es nicht sehen, aber das ist ein Heißluftballon. Wir blenden es ein. Ich habe ein Foto gemacht. Für Helgoland ist auf jeden Fall gutes Wetter angesagt. Also wir machen eigentlich alles richtig schon wieder. Ja, auf jeden Fall. Helgoland soll nämlich strahlender Sonnenschein, 13 Grad. Ja, ist nicht extrem warm, aber alles gut. Ich habe Mütze, Schal und Handschuh bei. Genau. Gut. Wenn, dann wird das schon werden. Und jetzt zeigen wir euch dann wahrscheinlich, wenn wir wirklich einfahren in Hamburg, zeigen wir euch nochmal 10 und dann melden wir uns vom Halunderjet wieder.
Vorhin steht der Pott. Ja, ihr habt gerade ja schon coole Aufnahmen gesehen. Ja. Also das nenne ich mal, so wollen wir es haben, wenn da so alle... Glück gehabt, ne? Also, dass er gerade jetzt nämlich nochmal gedreht hat, der Halunderjet, und hat jetzt im Prinzip hier Landungsbrücken angelegt, wo wir dann wohl auch einsteigen. Ich wusste nämlich gar nicht, wo wir einsteigen, aber naja, man kann es ja jetzt sehen. Ja, die Fahrt war diesmal sehr, sehr kurz, weil er gefühlt nirgendwo anhalten musste. Ja, das ging recht flott. Heute ist dann auch Dockland nämlich wieder offen. Gestern war Dockland geschlossen. Wahrscheinlich liegt das daran wegen Vatertag, nicht, dass da einer runterfällt. Naja. Die ganzen Besowskis will man da nicht haben. Ja. Wir haben jetzt sage und schreibe eine Minute vor acht. Das ist so unfassbar. Korrekt. So früh am Morgen. Ja, in der Stunde geht's los. Dann fährt er Richtung Cuxhaven. Da haben wir einen Zwischenstopp. Und dann geht's weiter, ne? Genau, dann geht's weiter nach Helgoland. Ich bin so gespannt, wie gesagt, du warst ja schon zweimal da, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Ja, für mich das allererste Mal und wir nehmen euch einfach mal mit auf diesen Reisevlog. Wie gesagt, also mit dem Camper ist es ja unterwegs, ja, Camper war wunderbar, also wir konnten, haben die Nacht gut geschlafen. Ja. Sie stehen nicht mehr alleine in unserem Gewerbegebiet. Ne? Nee, da sind jetzt auch andere, genau. Hier ist es natürlich ein bisschen lauter, hier ja, ja. Sind die Schiffe im Gange. Der Wolfgang Borchardt ist halt so ein lauter, so, genau. So ein lautes Ding. Ja guti, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir melden uns dann vom Halunderjet dann wieder. So, hier drin ist es natürlich jetzt ein bisschen leiser wieder. Ja, weitaus leiser. Wir sind echt gespannt, haben nicht Premium, also nicht VIP, das wollt ihr mir tatsächlich schenken, das wäre noch mal ein bisschen teurer geworden. Aber es war alles ausgebucht, gestern spontan war das nicht möglich noch zu buchen, das ging natürlich nicht. Aber wir haben Premium und das sieht richtig toll aus. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch mal kurz noch mal rausgehen dann. Ja. Die Tour ist ja offen. Genau, ja. Aber wir können euch einmal zumindest mal kurz das zeigen hier. Genau, also hier, das sind natürlich auch sehr begehrte Plätze hier an der Seite. Logischerweise, wenn man dann perfekt rausgucken kann, aber wir haben eine Rundumsicht. Und das sind die VIP-Plätze hier vorne. Genau. Direkt vorne in der ersten Reihe. Naja, und hier sehen wir nochmal den Hafen. Wir haben also ein super schönes Panoramadeck hier vorne noch draußen. Ja, direkt Landungsbrücken, dann Blom und Voss hat man hier alles. Also es wird richtig, richtig schön und selbst hier wird kommt die Sonne raus, wenn man sich überlegt, da hinten, wo die Kräne sind, da hinten kamen wir her. Ja, da fahren wir auch gleich wieder hin. Um 9. Dauert noch ein bisschen. Ja. Jetzt können wir ein bisschen relaxen. Ich glaube, jetzt machen wir unsere zweite Frühstückspause. Ne? Machen wir. Und ja, dann melden wir uns wahrscheinlich mit wunderbaren Szenen von der Elbfahrt Richtung Cuxhaven. So machen wir das. Thank you.
the only one lost in translation, where nothing makes sense anymore. Na, oben sind wir schon mal. 40 Meter, alter Vater. Ja, der höchste Punkt ist 61. 62. 62, naja, gut. Auf das bisschen. Hast nicht aufgepasst, ne? Ja, irgendwas stand da. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Irgendwas mit 61, Nein, irgendwas. Wir sind mit 20 Meter unten und 62 ist dann der höchste Gedöns hier. Aha. Das Einzige, was natürlich jetzt hier ist, wo man sagen kann, dafür lohnt es sich, ist der Blick nach unten. Weil hier oben, naja. Ja, das kommt noch. Da hinten werden die Steilklippen, das zeigen wir euch gleich. Da gehen wir jetzt ja erstmal in Ruhe lang. Genau, auf jeden Fall sind wir angekommen. Oh, und wir meckern schon wieder, weil wir waren auf dem Schiff, weil sie das eine zumachen musste, weil es einfach zu steil war. Wo ich mir denke, mein Gott, ihr kommt alle runter, seid auch froh. Irgendwen gibt es immer zum Meckern, ne? Genau. Aber so ist das halt. Meckern von Eckern. So, wir zeigen ein paar Impressionen. Du machst einmal einen Schwenk und dann gehen wir zu diesem komischen... Und klappi, klappi, klappi. Genießen wir das erstmal hier. Jo. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that kleines Päuschen. Mhm. So habe ich es am einfachsten was zu sagen, weil er hat den Mund voll, hat ihm noch ein bisschen Kuchen von zu Hause. Ich habe meinen Baumkuchen nämlich schon
während der Fahrt schnabuliert. Also hier am Strand ist es sehr schön und ich versuche mal einen Schwenk zu machen. Also, war ja auch ruhig, ne? Da oben, da waren wir. Die Treppe sind wir runter. Ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall unten hier und ja, ich mache gleich nochmal einen Schwenk hier über den Strand. Genau, ein paar dann, Bilder haben wir auch. Ja, das habt ihr alles doch schon gesehen. Stimmt, haben wir schon eingeblendet. Und alles, was jetzt noch kommt, ist halt auch eine Überraschung, das seht ihr weiter. Wie gesagt, ich mache einen Schwenki und dann geht es Richtung ja, Dorf hier, ne? Ja, genau, schauen wir uns das Dörfchen hier an. Und hoffentlich findest du nichts an Parfüm oder so. Oh je. Oh je. Ach ja, immer wieder schön. Dass man nicht auf den Blödsinn reinfällt. Kauft in Husum zollfrei ein. Das ist alles viel, viel günstiger. Helgoland, günstig. Nicht Husum. Das ist dasselbe schlimm. Scheiße. Helgoland noch schlimmer. Auf jeden Fall, dass ihr zollfrei hier und das ist so günstig. Ein Scheiß ist das hier. Ihr kriegt es im Internet 25% sogar noch billiger, als wenn ihr hier zollfrei ja. einkauft. Also macht überhaupt keinen Sinn. Ich schaue da immer gerne nach meinem Parfüm. Und nee, also hier sollte das kosten irgendwie 57 Euro. Im Internet kriegst du für 36. Also, also und das noch eine kleine. Also, also macht überhaupt keinen Sinn. Also holt euch hier lieber ein Eis oder holt euch... Genau, genießt den Tag auf Helgoland. Das ist nämlich viel schöner. Meinetwegen Nippes. Nippes kann man kaufen. Aber dieses Zollfreie, das ist absoluter Bullshit. Bei Zigaretten kann ich es nicht sagen und bei Alkohol auch nicht, weil das kenne ich die Preise nicht. Aber bei Parfüm macht das auf gar keinen Fall einen Sinn. Ja, das wollten wir mal euch noch gesagt haben. So, wir laufen noch ein bisschen umher. Mhm. Denn unser Jetty fährt erst in, naja, zwischen anderthalb und... Das muss ich überlegen. Und einer, also zwischen ein und anderthalb Stunden. Ja, anderthalb Stunden ungefähr. Genau, wir haben also noch ein bisschen Zeit und werden noch ein bisschen schlendern hier gehen. Ja, hier ist wieder Hubeltrubel. Heiterkeit. Seid für Heiterkeit bereit? Oh, ich bin Bugs Bunny geschädigt. Oh je. Und für uns heißt das jetzt Abschied nehmen hier von der schönen Insel Helgoland, der Hochseeinsel, einzigsten Hochseeinsel Deutschland. Wir haben viel gesehen, wir haben die lange Anna gesehen, wir haben ein paar Vögel gesehen. Ich habe ein lecker Eis gehabt, ein Zuckerbackeneis, habe ich auch noch nicht gehabt. Genau, wir haben nicht geshoppt, also von daher auch okay. Ja, okay, weil wir das ja mitbekommen haben. Ach so, wir waren noch in einem anderen Laden, Duty Free, da gab es das gar nicht. Und das Billigere war immer noch teurer als das Teure, was du normalerweise... Ja. Also, nein, Parfüm definitiv nicht. Zigaretten, das interessiert uns mal. Was bezahlt ihr hier? Dann können wir mal wirklich abchecken, lohnt sich das? Wir behaupten, nein, es lohnt sich definitiv nicht. Weil wir waren ja auf der Fähre auf Norwegen und wir waren ja in norwegischen Läden und da war es billiger, in die norwegischen Läden einzukaufen. Also, dieses Duty-Free lasst es sein, es macht keinen Sinn. So. Zumindest macht es den Eindruck auf jeden Fall. Jetzt und das, was wir vergessen. Geht's für uns zurück nach Hamburg. Und jetzt sind wir echt mal gespannt, ob wir euch noch ein paar Szenen auf der Rücktour einfach einblenden können oder ob wir beiden wieder zu sehen sind. Ja, schauen wir mal. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what's best for you. I know that you are having trouble believing right now, that everything is gonna be alright. I know that you feel
all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what is best for you. Wieder zurück, ja, in Hamburg. Genau, wir legen gerade an. Die Leute gehen natürlich jetzt nach und nach raus. Wir haben gesagt, wir gehen noch mal raus auf unser Sonnendeck, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Auf unser Privatdeck. Genau, steht der. Wo man aber nicht rauf darf während der Fahrt, sondern nur im Hafen. Genau, das und natürlich nur, wenn ihr Premium-Gäste seid. Genau, also das, ihr müsst schon ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ja. Auf jeden Fall, es war eine super Fahrt. Und ganz wichtig, bevor wir jetzt essen gehen, müssen wir noch eine Person grüßen, genau, die nämlich gerne unsere Videos guckt. Genau, nämlich die gute Seele des Autohaus Balke, nämlich die Gerlinde Balke. Also schöne Grüße an dieser Stelle. Natürlich auch an das ganze andere Team auch. Genau, aber da wissen wir es ganz besonders. Wir werden jetzt im Prinzip das Schiff verlassen in Ruhe. Genau, werden jetzt essen gehen, fahren jetzt zum Hauptbahnhof und werden da schön ins Blockhaus, wenn alles gut geht. Wo wir noch einen Platz kriegen, wir werden es mal abwarten. So ein bisschen das abendliche Leben hier in Hamburg noch genießen. Und ja, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder im Auto. Wenn wir im Buggy wieder sind und dann gibt es nochmal ein abschließendes Fazit. Richtig. Lohnt sich das so mit den Halunderjet oder nicht? Ist natürlich rein subjektive Meinung. Und jetzt gehen wir essen, ne? Jetzt geht's los. Essen! I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner. Wir sind zurück im Buggy. Haben uns auch schon wieder umgestellt, denn wir standen ja in der Nähe von der Fähre und das wäre so, da kann man nicht übernachten, logischerweise. Genau. Und jetzt sind wir dort, wo man sich ausruhen kann, auf jeden Fall. Essen habt ihr gesehen, sehr, sehr lecker. Also wir empfehlen euch das Blockhaus am Hamburger Hauptbahnhof. Ja, das hat auch super geklappt. Also das ging auch sofort mit Tisch und so weiter. Genau. Also war was und sucht die Zicke mit Charme. Ja, sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Ja. Und es ist selbst bezahlt, also wir haben selbst bezahlt. Also es ist zwar Werbung, weil wir es genannt haben, aber selbst bezahlt. Richtig, genau. Richtig. Auch nochmal zu der Fähre, weil beziehungsweise zu dem Schiff haben wir vielleicht nicht so ganz erwähnt. Wir hatten ja dieses Premium-Class-Ticket und da sind dann auch Getränke und Obst ist mit drin. Also kalte Softdrinks und Kaffee und Tee ist mit drin. Also das heißt, ihr müsst euch da nicht so viel mitnehmen. Wir wussten das am Anfang leider nicht so, haben da nicht so drauf geachtet, aber das halt auf jeden Fall nochmal als Feedback dazu. Ja, aber wollen wir sagen, was wir jetzt bezahlt haben? Hin- und Rückfahrt für zwei Personen in dieser Premium-Klasse? Ich hab's noch nicht mal ganz im Kopf. Wenn du es im Kopf hast, dann ja. Es waren mit Benzinzuschlag sogar, also die haben so einen Spritzuschlag. Genau, ja. 290 Euro. Ja, genau. Also es ist jetzt nicht ganz günstig, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, für uns auf jeden Fall. Es war ein ganzer schöner Tag, also kannst du nicht meckern und relativ schnell ist man ja hin und auch wieder zurück. Also man darf halt nicht vergessen, wie viel Strecke das ist und dafür, dass es auf dem Seeweg passiert, ist das schon echt gut. Das ist richtig super, aber 5.45 Uhr sind wir aufgestanden, ja, und es war auch alles richtig, um eine kleine Mahlzeit zu essen.
Und ich gucke gerade, wie spät es jetzt ist. Es ist jetzt 22.44 Uhr, also es war ein langer Tag und es reicht jetzt auch. Genau, für uns reicht es, aber wir empfehlen euch, macht das gerne auch. Alternativ, wenn ihr in Cuxhaven seid, dann fahrt von Cuxhaven, dann ist es nicht ganz so teuer. Genau, richtig, das geht auch. In diesem Sinne endet auch dieses Video. Wir werden euch nichts weiter zeigen. Es ging einfach mal mit dem Wohnmobil nach Helgoland. Naja, war ziemlich gefunkert, weil mit dem Wohnmobil kommst du nicht nach Helgoland. Wir mussten es dann stehen lassen. Wir mussten es stehen lassen, aber trotzdem ist es schön. Ja. Das Hotelzimmer ist immer mit bei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal. Ja, wie heißt es so schön, so ein kleiner Kanal? Lebt von Abonnenten, deshalb gerne ein Abo da lassen, würde uns sehr freuen. Ja. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Und wichtig ist, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that are